Und wir waren in Paris. 14. Juni 1936, die Schweiz. Streiks in ganz Spanien. Die Streikenden fordern bessere Löhne und Arbeitsbedingungen und wenden sich gegen die zurückhaltende Reformpolitik der linksrepublikanischen Regierung. Le Globe, Finanzminister, die Deutschen müssen lernen, mit weniger auszukommen. Die Deutschen müssen sich behaupten und sollten daher sparsam sein und mit der Knappheit umgehen können. Fortschritt. Neues Marineschulschiff. In Hamburg wurde ein zweites Segelschulschiff der deutschen Marine, die Horst Wessel, auslaufen. 14. Juni 1936. Als ich heute Abend zum Treffen komme, höre ich, wie Anthony Buck den anderen eine Geschichte erzählt und sich über den Hitlergruß lustig macht. Und das Marschieren und die Musik. Was für ein Haufen Mist. Von welchem Haufen Mist sprichst du? Was war heute los? Ja, was war heute los? Ja. Also, normalerweise schon, aber ich finde die Formulierung irgendwie so gut. Aber du hast recht, die bessere Variante ist die 2. Was war heute los? Ich war im Kino, um einen Film zu sehen. Aber es gab eine Vorschau, natürlich mit freundlicher Genehmigung von Herrn Goebbels. Lächerliche Propaganda. Hitler als strahlender Held, gütig und weise, der unsere Besucher willkommen heißt. Goebbels legt großen Wert auf Rundfunk und Film. Es ist alles eine Show für die ausländischen Besucher. Ja. Es ist alles eine Show für die ausländischen Besucher. Mhm. Also an der Stelle ist auch beides richtig, aber... Ja. 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 Sie tun alles, um diese große Lüge zu verkaufen, sage ich. Das stimmt, sagt Anthony. Es muss doch die Möglichkeit geben, das auch für unsere Sache zu nutzen. Oh. Ich habe gehört, dass es im Olympiastadion einen Live-Fernsehsender geben wird. Es ist wie im Radio, aber mit Bildern, sagt Anthony. Wenn es uns gelingen würde, Bilder oder sogar einen Film über einige ihrer Gräueltaten zu zeigen, würden wir Abertausende erreichen. Würden wir Abertausende von Menschen auf einmal erreichen. Und die Wahrheit würde ans Licht kommen, beende ich den Satz. Anthony nickt. Das könnte etwas werden, denke ich. Oh Mann. Holla, oh Gott. Auf was haben wir uns hier eingelassen? Tja. Oh, fette SA-Präsenz hier bei uns. Ja. Ausländischen Journalist informieren ist rot. Das sollte man vielleicht jetzt noch nicht. Wir haben hier auch eine SA-Uniform mitgehen lassen, ne? Ja, ja. Das war in diesem Bezirk. Deswegen hier fette SA-Präsenz wahrscheinlich. So, was haben wir? Wir haben... Wie, keine Kontakte? Wir haben eine SA-Uniform, okay. Wir haben 3 Informationen, 4 Flugblätter. Wir haben 141 Mark. Das ist echt gut. Und wir haben keine Kontakte. Ich dachte, wir hätten jetzt Karten. Ich gucke mal gerade, ob ich da was sehe. Hier haben wir ein Geschäftsmann-Treffen. Flugblätter verteilen. Also die Welt informieren. Oh. Die Welt informieren. Genau da. Und hier Freiheitsglocke. Ah, da müssen wir eine Bombe zünden. Die Welt informieren. Wir können Willi Buchner helfen, während der Ausstrahlung der Sommerspiele in das Studio des Fernsehsenders in Spandau einzudringen. So könnte er die Wahrheit über das Regime verbreiten. Okay. Level 11. Benötigt 3 kritische Informationen und 3 SA-Uniformen. Okay. Und wir kriegen... Also wir brauchen 3 kritische Informationen und 3 SA-Uniformen dafür. Krass. Boah, ich wir haben bin mir nicht eine. Sicher, dass... Ja. Hier haben wir Grenzgänger.
Aber ich sehe jetzt auch noch mit britisch, hier, den britischen Geheimdienst informieren. Wo haben wir denn, hier unten ist Flugblätter verteilen, da ist, ich versuche gerade die russische Botschaft oder russische Dings zu finden. Schwarzmarktangebote finden. Keine Ahnung. Ah, hier können wir kritische Informationen bekommen, da oben können wir kritische Informationen bekommen. Ich sehe Kontaktaufnahme mit der Sowjetunion. Drängt sich mir jetzt gerade nichts auf. Hier haben wir einen gefälschten Reisepass besorgen. Einen gefälschten Reisepass besorgen. Informationen kaufen. Also das mit dem gefälschten Reisepass würde ich auch mal mit ins Auge fassen. Wer weiß, es könnte notwendig sein. Unser Japanse schreibt gerade im Chat, neben dem gelben Spenden sammeln. Hier ist neben dem hier, es gibt zwei gelbe Spendensammeltöpfe und hier ist der einen ausländischen Journalisten informieren, den hatten wir schon vorher, die Option. Und hier oben ist neu den britischen Geheimdienst informieren. Ich suche die Option mit Russland. Weil die müssen wir ja nicht irgendwie freischalten, die haben wir ja bekommen eigentlich. Ja. Aber ich sehe nirgendwo ein Ausrufungszeichen Hübkan. Überall hier. Hier ist es Flugblätter verteilen. Und um die Frage zu beantworten, was gibt es auf dem Schwarzmarkt? Hier Flugblätter verteilen müssen wir erst machen, um das hier frei zu machen. Und auf dem Schwarzmarkt wissen wir nicht, was es da gibt. Aber wir kriegen ja auch keine Informationen. Wir müssen erst das davor, müssen Flugblätter verteilen, bevor wir hier irgendwas machen könnten. Irgendwas kaufen. Ja. Die Russland-Option sehe ich hier nirgendwo. Ich auch nicht. Mysteriös. Okay, dann... Oh Mann, wir haben Valentin 4. Valentin hat's auch echt immer, oder? Mhm. Wir haben alle einen. Gesina hat 2, Valentin hat 4. Aber unserem Geld geht's gerade ganz gut. Also. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir versuchen, darauf hinzuarbeiten, dass wir die Welt informieren, dass wir also noch 2 SA-Uniformen besorgen und 3 kritische Informationen? Das wird eng. Oder beschränken wir uns auf den britischen Geheimdienst informieren? Oh, wir kriegen, wenn wir den britischen Geheimdienst informieren, kriegen wir eine kritische Information. Wir müssen 3 Informationen dafür ausgeben und wir haben 3 Informationen. Ich tendiere eher zum Geheimdienst, also zum Journalisten und zum Geheimdienst, bei der Variante mit der die Welt informieren, das ist halt schon ganz schön krass. Also dann würden wir riskieren, dass wir alle 5 verhaftet oder gar umgebracht werden. Ja. Ich glaube, dazu bin ich nicht bereit. Was machen wir denn jetzt? Ich hätte jetzt gesagt, Valentin taucht unter. Wir haben das Geld. Wir haben 141. Ja. Ich würde Valentin auch zum Entspannen schicken. Dann gerne nochmal Papier kaufen, um Flugblätter zu drucken. Oh, das mit dem Reisepass finde ich auch noch ganz gut, aber ist noch nicht freigeschaltet, ne? Nee, den müssen wir auch noch freischalten und Reisepass brauchen wir auch tatsächlich nur, wenn wir Grenzgänger versuchen wollen. Also Grenzgänger, dieses hier. Unsere Unterstützerin Christel Zielke steht im Kontakt mit Widerstandskämpfern im Ausland, die bereit sind, Geflüchteten zu helfen, wenn wir sie über die Grenze bringen. Dafür brauchen wir
3 SA-Uniformen und 3 gefälschte Reisepässe. Das finde ich halt echt super sympathisch. Ist halt aber auch genauso hardcore wie das hier. Das finde ich auch sympathisch. Das hier ist das, was wir vorhaben eigentlich. Weißt du? Was, die Welt zu informieren? Ja. Also das ist auch super. Na. Wir helfen damit, ja, Menschen. Halt aber also ja, also das eine ist, dass wir helfen damit Menschen, bei dem anderen bin ich mir halt nicht sicher. Da war ja irgendwie die Aufgabe, wir helfen dann, dass irgendwas ausgestrahlt wird vor den Olympischen Spielen. Aber ob das dann passiert, wissen wir auch nicht. Wir helfen nur, denen da reinzukommen, oder? Ja, Willi. Also könnte das funktionieren? Und wir kriegen einen Filmstar als Informantin plus 6 Informationen. Ich denke. Und hier bei Grenzgänger kriegen wir eine Geschäftsfrau und 12 Unterstützerinnen. Ja. Ich meine, wir könnten hier die Freiheitsglocke. Das Regime will den Anschein geben, dass es mit der vollen Unterstützung aller Deutschen agiert. Wir gehören nicht dazu und wir werden es der Welt zeigen. Also ein Sprengstoffanschlag. Wir brauchen eine Bombe. Die Zerstörung des olympischen Glockenturms, während die ganze Welt auf Berlin schaut, wird allen beweisen, dass es in Deutschland immer noch Menschen gibt, die sich gegen Hitler und sein Regime auflehnen. Wir kriegen den Motivator Johann Sichel. Steigert die Moral der Gruppe auch in den dunkelsten Zeiten. Das sind so die krassen Sachen, auf die man hinarbeiten. Da gucken wir jetzt erst drauf. Aber wir lernen ja. Also, glaube ich, mir am nächsten liegt die Variante Grenzgänger. Mhm. Und bei den anderen beiden schwanke ich ehrlich gesagt so ein bisschen. Also wenn wir hier schon eine große Nummer abziehen und wollen, dass die ganze Welt berichtet, wäre möglicherweise die Geschichte mit der Bombe fast noch die effektivere als das mit dem Sender, wo man theoretisch auch den Stecker ziehen könnte. Ja. Und hier brauchen wir halt nur eine Bombe. Und Pasek sagte aber, da sind wir wieder bei diesem Ding, nichts sprengen, das macht euch nur zur Zielscheibe. Und ich glaube, diese Zielscheibe würden wir bei der anderen Variante auch werden, wenn wir diesen Fernsehsender da. Also ich glaube, wenn so ein Anschlag dann jetzt, kurz vor der Olympiade, wo die ganze Welt hinschaut, und das Regime wird irgendwie reagieren und wir werden eine Strafe erleiden, welche auch immer das jetzt sein wird. Ja. Aber ja, wenn wir das schon haben? Wenn wir eins von den beiden anderen machen, dann müssen wir uns jetzt echt dran halten, ne? Also ich tendiere zum Grenzgänger. Ich okay. Testen wir mal die theoretischen Möglichkeiten aus. Also wir brauchen noch 2 SA-Uniformen und 3 gefälschte Reisepässe. Wir können einen gefälschten Reisepass hier bekommen gegen 3 Informationen. Dafür müssen wir Zugang zum Universitätsgelände gewinnen. Das heißt, das sind 2 Runden. Dann können wir hier einen gefälschten Reisepass besorgen. Da brauchen wir auch 3 Informationen für. Dafür müssen wir Bücher verbreiten. Wir haben nicht mal Bücher. Hier oben. Nee. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt auf ausreichend Pässe kommen. Warte mal, hier können wir noch Informationen kaufen über das Industriegebiet.
Und wir müssen noch irgendwo zwei SA-Uniformen auftreiben. Also wir müssen noch mehr mit Menschen reden, um Sachen auf freizuschalten. Ich glaube, sowohl drei SA-Uniformen zu bekommen, als auch hier oben die drei kritischen Informationen zu erlangen, als auch die drei Reisepässe, schaffen wir nicht mehr in 9 Wochen. Ja, du hast recht. Ja, du hast recht. Dann lass uns gucken, was wir von den anderen Sachen noch Vernünftiges machen können. Dann wären wir wieder beim Geheimdienst, also die zu informieren in der Hoffnung, ja, dass beziehungsweise, da beziehungsweise auch, also ich würde sowohl Journalisten als auch Geheimdienst informieren wollen. Dafür müssen wir Informationen sammeln, weil wir haben im Moment 3. Wir brauchen für einen Journalisten 2, für einen Geheimdienst 3. Also müssen wir an mehr Informationen rankommen. Ja. Und hier könnten wir, wenn wir Flugblätter verteilen, schaltet das Informationen über ein Industriegebiet kaufen frei. Hier hinten können wir schon Informationen über eine Fabrik kaufen, wo wir eine Information bekommen. Heißt für mich, um das jetzt mal kurz abzuschließen, ich würde Valentin und Gesine, weil sie jeweils mehr als einen Punkt haben, untertauchen lassen und eventuell gucken, ob wir das hier kaufen können für die nächste Information. Mhm. Oder wir könnten direkt den britischen Geheimdienst informieren. Könnten wir auch direkt. Weil wir haben Geld. 141. Also ich bin so ein bisschen gespannt, was passiert, wenn wir den Geheimdienst informieren. Ja. Wir haben durch Georges nun einen Kontakt beim amerikanischen Geheimdienst. Aber da ist eine britische Flagge oben drauf. Und können ihm Informationen über das Reich liefern. Den britischen Geheimdienst. Und hier steht amerikanischen. Okay. Ja, wir brauchen die 3 Informationen. Wir brauchen Geheimhaltung und Allgemeinwissen. Sie ist traumatisiert. Sie passt nicht gut rein. Oh. Da passt ja gerade niemand gut rein. Nee. Das ist eine schwierige Mission, würde ich jetzt mal sagen. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen die beiden untertauchen, um wirklich wenig Punkte zu haben. Dass wir sie vielleicht hochleveln und vielleicht dann doch erst den Journalisten, wenn hier weniger SA-Präsenz ist, nehmen. Und dann sammeln wir jetzt Zeug. Das heißt also, kaufen entweder Informationen, beziehungsweise kaufen Informationen, Empathie und Allgemeinwissen. Ja. Da ist sie, super. Und Else vielleicht? Ja, 2 reichen doch. Ja, ich will nur gerade gucken. Ja. So. Und Else würde vielleicht Spenden sammeln gehen und die beiden tauchen unter. Ja, ja, das können wir machen. Könnten auch. Was bringt die SA-Uniform? Geht die Gefahr runter. Also ich denke, wir kriegen die wieder. Also dass sie wie ein Fahrrad ist. Ich weiß es halt nicht, weil die Informationen sind ja dann auch weg. Wenn wir sie einmal rausgegeben haben, die Flugblätter auch. Also nur das Fahrrad bleibt irgendwie immer. Also dass Flugblätter weg sind, ist auch klar. Aber ja. Informationen kann man ja auch vervielfältigen, insofern. Aber kann mal jemand
Kann mal jemand sagen, ob die SA-Uniform auch bleibt, wenn wir sie so benutzen? Das wäre sehr praktisch von denen, weil wir haben das erste Mal überhaupt die Uniform. Mit der SA-Uniform sinkt die Gefahr beim Verstecken. Aha. Aber die Gefahr sinkt auch ganz grundsätzlich, wenn wir die Uniform benutzen. Das wäre schon gar nicht so schlecht. Ja. Achso, denke, die bleibt wie das Fahrrad, sagt The Real Panse. Gesicherte Informationen. Aber ich denke auch, dass sie bleibt. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, nachdem Romy das angemerkt hat. Ich weiß es auch nur nicht. Ja, wir gucken mal. Ich mache jetzt erstmal Zuweisen und gucke mal bei Else, wie das ist. Achso, nee, bei Spenden sammeln wird ihr eine SA-Uniform nicht helfen. Oh Gott. Nee, auch in Frauen SA-Uniform könnte auffallen. Ja. Also ich glaube, mit Gender Mainstreaming und Diversity hatten die es nicht so. Die braune Uniform der Nazi-Sturmtruppen, hässlich, kann aber eine nützliche Tarnung sein. Und ein Fahrrad ist nützlich, wenn man fliehen muss. Ja. Also die Option fliehen und die Option verstecken sind damit ein bisschen geboostet, wenn man die dabei hat. Aber grundsätzlich geht die Gefahr schon mal runter. Hier. Dann lass uns den beiden die SA-Uniform mitgeben und zum Spendensammeln dann das Fahrrad. Okay. Und dann gehen wir wieder hier hin. Else, ist sie gut? Ja, sie ist sehr... Geben ihr noch ein Flugblatt mit und ein Fahrrad. 40 bis 49. Das klingt doch gut. Ja. Und dann lassen wir die beiden untertauchen. Okay. Dann Planung beenden. Wir haben 3 Unterstützer verloren. 52 Menschen unterstützen uns weiterhin. Unsere Unterstützer spendeten 16 Mark. Valentin Herzberg hat sich an einem sicheren Ort zurückgezogen, wo niemand ihn kennt. Als er zurückkehrt, fühlt er sich deutlich sicherer als zuvor. Else Tietke besucht die treuen Unterstützer und den Arbeitern in Wedding, um zusätzliche Spenden zu sammeln. Sie ist erfolgreich. Die Menschen sind schockiert von den jüngsten Gräueltaten des Regimes und sind bereit, der Gruppe zu helfen. 47 Mark und sie wurde nicht gesehen. Sehr gut. Hans Ruber hat einen Termin mit einem Arbeiter einer Fabrik in Lichtenberg. Nach unseren Informationen scheinen die Nazis dort etwas zu produzieren, das von der Welt verschwiegen werden soll. Die Arbeiter erscheinen am vereinbarten Treffpunkt. Seine Informationen klingen so, als könnten sie das Regime in Schwierigkeiten bringen. Cool, wir haben 2 Informationen bekommen. Großartig. Netto minus 2 Moral, 3 UnterstützerInnen verloren. 21. Juni 1936, die Schweiz. 23 Antifaschisten zu Gefängnis verurteilt. 23 Antifaschisten wurden vor einem Berliner Gericht wegen Hochverrats zu Gefängnis verurteilt. Die Angeklagten sollen die Propaganda der Kopenhagener SPD und das Deutsche Reich in das Deutsche Reich geschmuggelt haben. Le Globe. Holen Sie sich jetzt Ihre Eintrittskarte für die Sommerspiele. Letzte Chance, Ihr Ticket für die Olympischen Spiele zu bekommen. Der Verkauf endet diese Woche. Fortschritt. Himmler wird zum Chef der deutschen Polizei ernannt. Der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, wird zum Chef der deutschen Polizei ernannt. 21. Juni 1936. Während unseres Treffens ist Antonie Buck wütend. Grund ist ein Abendessen mit ihren Eltern. Sie hatten einen Freund eingeladen, der Mitglied der Nazi-Partei ist. Du hast dich doch nicht mit ihm angelegt? Oder was hat er gesagt? Ja, was hat er gesagt, oder? Ja. Dieser Kerl war wütend darüber, dass das Regime weich geworden sei. Er regte sich darüber auf, dass sie die antisemitischen Plakate entfernt haben. Er vertrat die Ansicht, die NSDAP solle zu dem zurückkehren, was sie gut könne, nämlich Deutschland wieder großartig zu machen. Er wird seinen Willen bekommen.
die sind überall unter uns. Ja, die sind, also, puh. Ha! Ich muss gerade noch kurz was recherchieren. Ja, dann sage ich schon mal Lorelei Lu, schöne gute Nacht, schön, dass du da warst. Und ich trinke mal einen Schluck und strecke mich. Ich bin gespannt, was du recherchieren möchtest, bevor wir zur nächsten Auktion kommen. Wir haben uns doch vorhin über die Zeitungstitelblätter unterhalten. Und ich habe jetzt gerade noch mal geguckt, da ging es gerade um die Kopenhagener SPD. Und irgendwie hat es gerade so ein bisschen im Hinterkopf geringt. Und Willy Brandt ist ins Exil gegangen und war erst in Norwegen und danach in Schweden und hat von dort aus versucht, den Widerstand zu organisieren. Und da musste ich mich gerade dran erinnern, dass der frühere Kanzler das getan hat. Von Norwegen aus. Und da guckst du jetzt gerade nach? Habe ich gerade schon. Also keine Ahnung, ob quasi er Teil dieser Gruppe ist, die diese Nachrichten verbreitet hat, aber mir fiel die Querverbindung ein und auf. Von der Schlagzeile zu Willy Brandt. Und auch einfach auf der Bedeutung, warum sich Widerstandsgruppen oder Exilregierungen dann im Ausland bilden, wenn du das halt vor Ort gar nicht mehr machen kannst, wenn du dich nicht mehr treffen kannst und die Wahrscheinlichkeit zu sterben einfach immer noch mehr steigt. Hm. So, danke Rufi für die Kanalpunkte für Schlückchen Wasser und Horsti für das André streckt sich. Hat gut getan. Ja. Welche Option findest du besser? Er wird seinen Willen bekommen oder die sind überall unter uns? Wenn wir es nicht, wir wollen das ja verhindern, dass er seinen Willen bekommt. Eigentlich. Also indirekt schon irgendwie. Ja, ich tendiere auch zu zwei. Jetzt trifft man die Nazis schon beim Abendessen. Wir dürfen nicht vergessen, die Lage sieht vielleicht nach außen hin besser aus. Aber die wahre Bedrohung lauert weiterhin direkt unter der Oberfläche, sage ich. Ja. Ende der Szene. Bevor wir in die Planung gehen, würde ich auch gerne noch so ein Päuschen machen. Ja. Finde ich gut. Wenn das okay ist. Ja. So, und da sind wir wieder. Hallöchen und willkommen zurück aus der Pause. Und es gab ein bisschen... Kanalpunkte wurden ausgegeben von Horsti mit der Physik und Romy Random Politiklexikon, Seite 666. Und was für eine Überraschung, die hatten wir schon. Genau, da haben wir uns unterhalten über die deutsche Wiedervereinigung und die europäische Wettbewerbspolitik. Falls ihr euch erinnert, ging es um verschiedene Fusionen, die durch und mit der Treuhandanstalt gemacht wurden. Und die eigentlich gegen Wettbewerbsrecht verstießen. Aber das dann so ein bisschen unter, jetzt habt euch mal nicht so, Debatte 4. Gab halt niemanden, der dagegen geklagt hat. Ja, Nikik 95. Willst du noch eine andere Nummer raushauen? Ich würde so lange Physik machen. Ich habe was Lustiges, Fun Fact. Ich mache mal wieder ein bisschen Musik. Tüdelü. Horsti hat sich Physik gewünscht und ich will heute mal über Rosten sprechen. Also nicht warum, oder doch vielleicht auch ein bisschen, warum rostet Eisen oder Verbindungen, die mit Eisen in irgendeiner Form zu tun haben. Das ist eine Oxidation in Gegenwart von Wasser. Aber das Spannende ist, nicht direkt das Wasser sorgt dafür, dass Eisen anfängt zu rosten. Es klingt jetzt so ein bisschen paradox. Moment mal, Wasser sorgt doch eigentlich immer für Rost. Ganz genau. Was man hat im Wasser ist immer gelöster Sauerstoff. Und der oxidiert das Eisen.
Dadurch entsteht Eisenoxid. Aber es gibt Tricks, wie man das abhält. Also Dinge, auf die man auch kommen musste. Beispielsweise, wenn man jetzt vorbeugenden Brandschutz sich anguckt oder Sprinkleranlagen und so eine Scherze, ja. Sprinkleranlagen in Gebäuden sind in der Regel immer mit Wasser gefüllt, weil das macht ja auch Sinn. Also so eine Sprinkleranlage, wo irgendwie so eine rote Kapsel vorsitzt, die halt explodiert, wenn die Hitze zu hoch wird, sodass quasi die Rohrleitung freigegeben wird und die Sprinkleranlage automatisch anfängt, Wasser in die Gänge zu berieseln, die sind immer gefüllt. Und das sind häufig Kupferrohre und sowas, aber das funktioniert auch mit Eisenrohren. Der Trick ist, man füllt diese ganze Anlage halt mit Wasser und hält sie auch unter Druck, aber man sorgt auch dafür, dass das Wasser nie rausgenommen wird. Also höchstens mal zur Wartung, aber dann auch, also bis diese Sachen da vorne ausgetauscht werden müssen, da dauert es wirklich sehr, sehr lange. Also wenn kein Brand ist, kann das sein, dass in so einem Rohr, was auch aus Eisen sein kann, 10 Jahre das Wasser steht und diese Rohre rosten nicht durch, weil da steht Wasser drin, aber es ist immer dasselbe Wasser unter Abschluss von Luft. Das heißt, kein Sauerstoff kann sich weiter in dem Wasser lösen und der ganze Sauerstoff ist in eine Rostschicht gegangen, aber dann hört es auch auf. Irgendwann ist kein Sauerstoff mehr in dem Wasser gelöst und dann rostet das auch nicht mehr. Weil Wasser ist sehr stabil. Also das bleibt zusammen. Das eine Sauerstoffatom, das gibt vielleicht mal ab und zu ein Wasserstoffatom ab, aber niemals beide, sodass man freien Sauerstoff hat, der mit dem Eisen reagieren könnte. Wenn kein Sauerstoff mehr in dem Wasser gelöst ist, rostet es auch nicht mehr. Also, das Paradoxe ist, dass wir immer Wasser damit verbinden, dass es dazu führt, dass Eisen oxidiert. Aber wenn man sich genau überlegt, was oxidiert denn da, weil Wasser ist so ziemlich stabil, es ist der gelöste Sauerstoff im Wasser. Und so funktioniert das mit der Oxidation. Ich hoffe, das ist etwas, was dir weiterhilft und mit dem du zufrieden bist, Horsti. Ist jetzt mal eine kürzere Sache gewesen, aber ich fand das so faszinierend, weil ich bin darüber gestolpert, als ich für Plötzlich Wissen die ganze Geschichte mit der Meerwasserentsalzung neulich vorbereitet habe. Und irgendwie hat das nicht reingepasst in das, worüber ich so gequatscht habe und so. Aber da bin ich drüber gestolpert und ich fand das irgendwie so faszinierend. Ich habe da selber auch noch nie vorher drüber nachgedacht. Aber ja, es geht immer nur um gelösten Sauerstoff und nicht um das Wasser selbst. Aber Wasser ist hier, wenn wir es auf der Erde haben, immer der Atmosphäre ausgesetzt. Und dann löst sich auch Sauerstoff drin, der dann zur Oxidation von Eisen führt. Jo. Dann sag ich mal, Physik abgeschlossen.